Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Soccer trifft sich heute in der Soccer Sky Halle in Christhofen mit dem Türkspor-Spieler Firat Tülü. Früher noch BC Oberhausen, aktuell eben für Türkspor tätig. Wie kam es zu diesem Wechsel? Ja, ist eigentlich, ja gut, Zufall würde ich nicht sagen, weil Kontakt war immer da mit Türkspor, da ich eine gute Bekanntschaft pflege mit dem Servet Bosta seit meiner Kindheit schon. Hast du da schon mal gespielt früher? Ja, ich habe da schon mal gespielt gehabt, keine Ahnung, ich glaube das war 2004, 2005 hatte ich mal da kurz gespielt. Eine Saison, da sind wir aufgestiegen in die BOL und ja, mit Oberhausen ist es nicht zustande gekommen, dass wir uns mal vernünftig hinsetzen konnten und uns unterhalten haben. Und ja, Türkspor hat dann permanent angerufen, hat also oft angerufen. Ich hatte öfter Telefonate mit Ayet. Ist der Trainer von Türkspor? Trainer, genau. Mit Ayet Awazi. Und ja, dann hat es halt, so kam es halt dann, dass wir uns zusammengesetzt haben. Es war ein Treffen und ich hatte nicht gleich zugesagt, weil ich noch das Gespräch mit BC Oberhausen gesucht habe. Hat dann doch wieder nicht geklappt und letztendlich habe ich dann zugesagt. Okay. Jetzt warst du bei BC Oberhausen ganz klar die Nummer 1 im Tor. Wie schaut es jetzt aktuell aus? Ist es auch so bei Türkspor Augsburg? Ja, so letztendlich trifft der Trainer die Entscheidung, aber ich, also wenn ich nach mir gehe, ich bin selbstbewusst und bin davon überzeugt, dass ich die Nummer 1 bin. Ja, ich habe, sind auch andere Torhüter da, ganz, keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin von mir überzeugt, dass ich die Nummer 1 bin. Okay. Ja, somit bei Türkspor angekommen. Super. Pokalspiel aktuell gegen TürkSV Bobingen ist ja endlich ein Derby. 3:1 gewonnen. Wie war die Stimmung? Wie war das Spiel an sich selber aus deiner Sicht? Das Spiel an sich war, die ersten 15 Minuten waren wir klar spielbestimmend, hätten auch gleich 3:0. Führen müssen. Das waren 100%ige. Da waren zwei, einmal Latte, einmal Pfostentreffer. Und ja, sind dann 1:0 in Rückstand geraten. Guter Freistoß gewesen von denen. Wer war im Tor? Ja, ich. Ich. Und ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen schwach abgesprungen, weil vielleicht hätte ich sogar halten können. Allerdings war der Freistoß auch gut geschossen. Ja, und zweite Halbzeit haben wir dann wieder Gas geben können. Und also innerhalb von drei, vier Minuten sind wir dann mit 2:1 in Führung gekommen und kurz vor Ende haben wir dann einen Strafschuss bekommen. Okay. Seid ihr somit vorbereitet für die neue Bezirksliga-Saison dieses Jahr, in der auch nicht zu viele Derbys stattfinden? Die Fahrten werden oft nach Richtung Allgäu auch weiterhin sein, trotz der neuen Regelung. Wie siehst du das Ganze? Seid ihr gut vorbereitet? Ja, ich meine, jeder Spieler zieht 100% mit im Training, jedes anwesend. Klar gibt es mal einen oder anderen, der mal nicht kann, zwecks Arbeit. Aber ansonsten ist jeder da, jeder gibt 150% im Training. Und jeder will spielen, jeder ist ehrgeizig. Und Spielablauf, also die Mannschaft passt. Verständigung ist gut. Also ich... Bist zuversichtlich? Ich bin sehr zuversichtlich, ja. Okay. Und los geht's am 4. August gegen direkt im Derby gegen TSV Hohnstetten in Hohnstetten. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja, also ich gehe zu jedem Spiel mit der Einstellung, dass ich gewinnen werde und gewinnen möchte. So sind meine Kameraden auch, denke ich mal. Sollte man auch mit der Vergangenheit von Türkspor, die ja letzte Saison ja fast jedes Spiel oder bis auf eins alle ja, gewonnen haben oder... positiv bestritten haben, klar, und trotzdem nicht aufgestiegen sind. Aber mit Türkspor ist man das gewöhnt, dass man alle Spiele gewinnen möchte. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, TSV Hohnstetten, da sind auch einige Freunde von mir dabei. Aber also ich denke, wir werden klar gewinnen. Okay. Zur Einschätzung in der Liga, wer ist neben Türkspor Favorit auf die Meisterschaft? Also ich schätze mal auf Fellheim und Hohnstetten, da eine gewisse Sympathie von meinerseits besteht. Okay.
Alles klar. Persönlich bist du ja mit 100% dabei, auch jetzt bei deinem neuen Verein. Auf diesem Weg wünschen wir dir von Schwaben Soccer viel Glück. Wir werden natürlich auch die Spiele von euch, von dir beobachten. Alles Gute, Dankeschön. Danke, danke.